der DWZ Newsroom heute am Donnerstag. Der stellvertretende Chefredakteur Thomas Timm ist da. Hallo. Guten Morgen. Wir bei der DWZ, wir hören, wir erfahren, wir kriegen immer was mit. So auch heute eine Meldung aus dem Wesertal von der Volksbank. Genau. Also die Volksbank im Wesertal, also nicht zu verwechseln mit den anderen Volksbanken, die es hier im Weserbergland gibt. Volksbank im Wesertal, Hauptsitz in Koppenbrügge, hat sich in einer Personalfrage entschieden und sich von ihrem Vorstand getrennt. Etwas, was normalerweise ja auch nicht alltäglich ist. Schon eine Meldung, die ein bisschen Brisanz hat. Man kann vermuten, dass da eine gewisse Brisanz drinsteckt, denn es ist nicht üblich, dass Vorstände von Banken dann so Knall auf Fall ein Unternehmen verlassen müssen. Noch vor 3 Wochen hat der Vorstand das letzte Geschäftsjahr bilanziert und ist auch noch öffentlich aufgetreten. Und nun haben wir gehört, dass offenbar das Arbeitsverhältnis beendet wurde. Wieso, weshalb, warum? Das sind ja dann die nächsten Fragen. Wollen wir auch wissen und recherchieren. Aber das wissen wir im Augenblick noch nicht. Die Meldung ist noch eigentlich gar keine Meldung, weil noch nicht offiziell verkündet vom Unternehmen. Also die Volksbank hält sich da noch ein bisschen bedeckt und arbeitet nach unseren Erkenntnissen an einer Mitteilung. Aber wir wissen es schon und es ist eine sichere Erkenntnis und deswegen vermelden wir es schon. Also da wurde bei der Volksbank im Wesertal ja plötzlich, ohne dass man es vorher irgendwie, dass sich's abgezeichnet hat, genau, der Vorstand gekündigt. Richtig. Und die Meldung kriegt ihr jetzt schon auf dwz.de, aber ausführlicher natürlich erst, wenn wir diese Meldung weiter aufarbeiten. Thomas Timm macht das den Tag über und bringt das dann online auf dwz.de und morgen in die DWZ natürlich. Genau, wir werden das den ganzen Tag über aktualisieren. Also häufiger reinschauen auf dwz.de lohnt sich. Sowieso. Eigentlich immer, aber heute sowieso. Sowieso immer. Und sonst die Zeitung jeden Tag auch mit dem Abo direkt in den Postkasten, ansonsten überall, wo es Zeitung gibt. Dankeschön. Gerne. Und bis morgen. Tschüss.